Soll ich dir Aber die... es gibt mehr Geld am Anfang. Ja, soll ich dir die Karte mal eben schnell erklären? Warte, ich weiß gar nicht, was ich mit so viel Geld anfangen soll. Also, ja, das ist doch eine super Sache. Also generell folgendes. Dum 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 Sieht's dum. aus wie früher, nur ein bisschen heruntergekommen, ne? Ja, lass dich aber nicht blenden. Also folgendes. Es gibt zwei Lanes, wie vorher auch. Aber du siehst hier, es gibt hier ziemlich viele Eingänge. Das heißt, hier der Weg vorher, hier gibt es jetzt neuen Weg und weiter auch noch Büsche. Ah. So, das hier ist ein Altar, wo ich drauf stehe. Gibt's auch die alte Karte? Nein. Echt nicht mehr. War noch so schön da. Okay, und was kannst du mit so einem Altar machen? Links der Altar und rechts der Altar, die geben Boni. Und das mittlere hier ist ein Speed Shrine. Also da kannst du schneller laufen, wenn du dich über den hinweg bewegst. Und der hier, wie schalte ich den frei? Also wie kriege ich die Ketten Einfach, raus? einfach, wenn man draufsteht. Wie draufstehen. Das ist wie Dominion, einfach draufstehen. Ah. Oh Mann, ihr Noobs! wie gesagt, einfach draufstehen. Und dann kriegt man den. Aha. Wir müssen jetzt. Aber wann geht dieses Schloss da einfach weg? Wirst du gleich sehen. Gleich irgendwann. Und du Ach, kriegst das ist dann. so wie mit der. Aha. So. Und jetzt zum Beispiel siehst du, dass jede Minion-Tötung 4 extra Gold gibt. Wenn du Aha. beide Schreine kontrollierst, geh runter. Wenn du beide Schreine kontrollierst, dann hast du 10% erhöhte Fähigkeitsstärke und 10% erhöhte Angriffsschaden. Ah, die wollen mich hier richtig schön kaputt gehen, die Schweine. Na, ich habe auch noch den falschen Spell gewählt, sehe ich gerade. Aber dieser Altar-Buff ist einfach unendlich, ne? Also nicht zeitlich limitiert, oder? Der ist so lange zeitlich limitiert, bis dieser Altar eingenommen wird. Das heißt, du bist auch im ständigen Kampf um diesen Altar. Weil die wollten ein bisschen Bewegung ins Spiel bekommen. Ich will aber keine Bewegung, ich will die alte Karte. Wie Also sieht die Fünferkarte jetzt aus? die Fünfer sieht nach wie vor so aus. Und es gibt unten oben neuen Boss, das ist nicht der Drache mehr. Aha. Das ist jetzt irgendwie wie so eine hässliche Spinne. Und die Wände sind dicker gemacht, da kannst du auch nicht mal unbedingt durchflashen. Nein, Timo! Ah, nein, ich sterbe auch noch. Alter, wo seid ihr denn? Das ist ja mal wieder ultra witzig. Das kämmt hier die ganze Zeit im Busch, die Wächtermann. Timo, töte dich. Erst kämmt ihr da fett rum, ey, und dann haust du einfach ab, ey. Nee, nee, nee. Aber ich muss jetzt mal gucken, es gibt viele neue Items. Schwarzfeuerfackel. Geil. Ein Gegner wurde getötet. Gibt's auch noch neue Items, so gut. Aha. Ich war doch nur 2 Monate weg. Ja, in 2 Monaten tut sich viel. 2 bekackte Monate. Da ist mein Tee jetzt alle. Alter, was geht hier schon wieder? Ey. Das ist schon wieder ein Spiel zum Mäusemelken. Sorry, ich muss mich noch zurechtfinden. Ja, ich merke das schon. Dieser Schrein, der hat jetzt ein Schloss, glaube ich. Den kannst du nicht einnehmen für 90 Sekunden. Ah. Und die haben jetzt 10% AD und AP-Bonus. Und alles nur, weil ihr hier so rumpimmelt. Nee, ich habe die Map auch noch nicht gespielt.
Großartig. Du Hund! Ja. Und dann große Sprüche kloppen, ey. Klar, sonst macht's keinen Spaß, Mann. Ich hab auch keine Ahnung von Brent, Mann. Ich hab auch keine Ahnung von Brent. Ja, was denn? Fällt dir früh ein. Ja, was denn? Ey, mein Lieblingsbusch unten ist weg, ne? Ja, ja, klar. Also Mitte unten. Ja, das zerstört meine Technik. Technik? Welche? Welche, mein Freund? Wie, wir vibe ein bisschen und Technik oder was? So muss Technik. Komm schon, Timo, stirb! Nein, das kann doch nicht so sein. Verbrenn doch einfach. Alter, kriegt Feuer, kriegt Ignite. Auf zweifache Art und Weise kriegt er Feuer, ja, und verbrennt einfach nicht. Und ich hatte tatsächlich den Dreier-Spell gesetzt und er ist einfach entkommen. Wow. Ja, sauber. Ja, komm, greif an da. Oh, das ist Nachteil. Oh, oh, weg da, mein Freund, weg da. Lauf, Neger. Du brennst schon. Scheiße, ich werde sterben, ich werde sowas von sterben. Der Tower, ja, nimmt mich jetzt. Ich will mir nur einen Tee machen. Oh, Alter, ich mach sowas von keinen Schaden, weißt du das? Alter, wir müssen ja wieder voll durchsteigen. Ja, dann musst du öfter online sein, dann können wir auch wieder voll durchsteigen. Ja, aber das ist voll lustig, also ich merke immer mehr, dass ich einfach die Dinge, die ich gerne mache, nicht gerne machen kann, weil ich einfach keine Zeit habe. Ja, aber ich sag mal so, du musst ja einfach lernen, irgendwann für gewisse Dinge einfach Zeit zu nehmen, weil sonst gehst du immer selber runter. Früher habe ich halt immer regelmäßig zu Hause Bass gezockt oder so, ja. Das klingt jetzt ein bisschen doof, also das ist halt, als ich halt keine Freundin hatte. Ja, klar. Da hatte ich halt viel mehr Zeit zum Bass zocken, ab und an mal LOL zocken oder so. Ja, das ist normal. Klar, auf Kosten der Schule und so weiter, aber trotzdem, ist ja egal. Ja, irgendwo gibt's immer einen Makel, Alter, da kannst du nicht von ausgehen. Oh, 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 oh. Einfach weg hier. Da kamen die schon wieder um die Ecke gefegt, ihr müsst da weggehen, ne? Geh bloß hinterm Tower. Alter, die sind alle da. Jawoll! Schön, der Tower nimmt voll auseinander. Und ich hab noch nicht mal Ulti hier, ich bin voll am rumpimmeln. Ich hab jemanden getötet. Mein Penis ist groß. Nein! Nein! Wie er einfach entkommt, nein! Und einfach verfehlt. Yay! Immerhin, ey. Ja, immerhin, ey. Wenigstens einer, der den Job macht, ey. Alter Schwede. Ich hab schon 032er-Stat, ey. Was sind das für komische Items, die ich jetzt schon sind? Ich will die alten wieder. Ja, die haben versucht, das Spiel definitiv schneller zu machen, als es vorher war. Und da spielen die Items natürlich eine große Rolle. Welcher Idiot hätte bitte auf der Base eine Mauer vor? die wollen machen, damit du nicht mehr so alles auf der Plattform ziehen kannst. Ja, ich weiß. Ich sehe auch den Sinn dahinter, aber das war doch das Geile eigentlich. Ja. Es war auch genau das Geile. Genauso wie es auch genau so geil ist, dass... Das war noch SS. Das waren noch Zeiten, in denen wir Porno Minion immer dadurch getötet werden konnte, indem wir ihn einfach zur Base gelockt haben. Aha. Ey, das gibt's doch wohl nicht. Ey, der killt mich einfach. Der killt mich. Ey, was haben die mit Olaf gemacht? Nichts. Der hat keine Items. Der nimmt mich voll auseinander. Ich wollte gerade den zweiten Altar erobern, weißt du? Pass auf da. Ich hab den da fett meine Ulti reingehauen. All meine Spells, weißt du? Mhm. Und dann killt der mich einfach. Ignite hat er auch noch gehabt. Alter, ich bin sowas von am Arsch, ey.
Ja, natürlich. Ich mache hier gerade einen Großflächenangriff mit Feuer, ja? Und ich treffe ihn noch nicht mal. Was ist denn das für ein Beschiss hier? Ein Gegner wurde getötet. So sieht das aus, mein Freund. So, nicht anders. Ja, super. Freu dich. Mach ein Tänzchen. Wir kommen hoch. Ja, genau. Komm mal hoch hier. Komm, bleib drauf. Ja, schön, bleib drauf. Guck mal, was da alles unterwegs ist. Alter, die Minions killen mich schon fast hier. Besser die Minions als die anderen. Ja, Sejuani ist aber auch nicht der hellste. Also, das Spiel können wir sowas von vergessen. Alter Schwede, was ist das für ein Lowy-Game gerade von mir? Ey, wieso kann ich mir den Warmox nicht kaufen? Was? Welcher Penis hat sich denn sowas ausgedacht? Ja, genau der Penis, wie du es nennst, der gerade unseren Schrein erobert. Olaf hat sich das ausgedacht? Echt jetzt? Nein, Mann. Alter, mit diesem komischen... Also diese Karte ist einfach hässlich. Naja. Ich fand den Wald viel epischer. Den echten Wald mit Bäumen und so. Pass auf, die kommen. Beziehungsweise Olaf ist auch irgendwo hier. Was gehst du rein? Ich dachte, ich hätte mein Ulti. Jetzt habe ich mein Ulti. Nice. Lauf einfach. Yay! OP, Mann, ich mach den Kill. Das hat wenigstens Geld gebracht. Alter, das war aber auch sowas von geschenkter Kill. Das war noch nicht mal Skill von mir. Mal eben Wasserkocher angeschmissen. Dumm die dumm. Wo ist Olaf? Ich weiß es nicht. Komm schon, gib mir deren Schrein. Gib. Yay! Fettmann. Den zweiten haben wir jetzt auch. Sauber. Endlich meine Kehrtwende im Match hier. Nein, nicht wirklich, aber wenigstens so tun als ob, weißt du? So. Komm, Orianna, ficken durch. Nein, wir gehen lieber. Ja. Timo. Würde ich auch empfehlen. Jederzeit auftauchen. So. Ich muss jetzt oben pushen. Was mache ich denn jetzt, wenn ich keinen Warmox kaufen kann? Frosthammer. Zum Beispiel. Ich war doch immer der, der drei Warmox hatte. Ja, aber drei Warmox bringt nichts, wenn du keine Power hast. Und ich habe hier einen Mist. Pass auf. Wer ist eigentlich standardmäßig bei dir oben jetzt eigentlich immer? Theoretisch Olaf. Aber Olaf, der pimmelt überall rum, nur nicht auf seiner Lane, wo er hingehört. Ach, du bist das. Ich sehe nur noch, da kommt einer von oben. Schnell Zweier-Spell rein. Du sollst ihn nicht ins Hemd machen? Komm, nehmen wir Orianna auseinander. Das ist das, was man die Chance nennt. Hier oben, oben. Nehmen, was man haben kriegen kann. Yay! Ups. Alter, wie ich auch noch fett daneben schieße. Sauber, mein Freund, so sieht das aus. Und nicht anders.
Ja, dafür geht unser Tower drauf. Also ob das so saubär ist, ja, das weiß ich auch nicht. Komm, jetzt machen wir ein Ace. Nee, glaube ich nicht. Weil wir es können. Ja, super, er weiß, dass wir kommen. Okay, war ja klar, dass das... Oh, er macht uns im Alleingang fertig. Ja. Alter, voll OP ist. Bäm, boah, der hat gebrannt, ey. Alter Schwede. Boah, jetzt aber schnell heilen, ey. Bist du tot? Ja, Mann. Ah, schade. Das Problem ist, der hat mich gefokust, ja, und er lässt sich von den Minions grillen, ey. Oh mein Gott. Wenigstens haben die Idioten den Last Tower noch gelassen. Naja, aber trotzdem, dafür sind die jetzt sehr gut reingekommen. Wir müssen Nein, jetzt nicht die Idioten, sondern die Spielemacher von Riot Games. Nicht, dass sie das auch noch weggeändert haben, ey. Nö, hier ist noch keiner. Wenn wir das nur im Monster angucken gehen. Alter Schwede, der brennt einfach. Der brennt und stirbt nicht. Jetzt macht er noch Ignite. Ach, nein, Ghost. Ah ja. Aber sagt was von wegen nicht solo gehen, weißt du? Nee. Pass auf da. Weg, du bist voll gegrillt. Junge, was ist los? Alter, die nehmen uns voll auseinander. Das ist echt kacke. Jetzt muss ich ja Items neu lernen. Ja, ich auch. Was denkst du denn? Meinst du nur du lernst? Jeden Tag. Ja, schön. Ich spiele jeden Tag, aber 5er Matches. Bei 5ern sind die Items noch alle nicht. Oh, 1-6, ey, ich bin so voll am Arsch. Ich auch. Wolltest du surrendern? Nein, Mann, niemals. Nach Sejuani sagt was von wegen nicht solo rein, weißt du, und stirbt jedes Mal gegen 3. Aber Brent hat schon böse Power, ey. Ich beherrsche ihn nur nicht. Muss ihn wirklich mal lernen. Ja, wenn Brent damals um die Ecke gestanden kommt, es ist Brent! Sein Dreck! Naja. Aber jetzt das Problem, ey. Du machst nicht genügend Schaden und versuchst ja einen auf Tanky zu machen. Ist ja Joani genauso. Was? Nee, die spielt auf AP. Was ist das denn für ein Beschiss? Lol, AP ist ja Joani, ey. Sehe ich jetzt erst. Finde ich irgendwie voll sinnfrei. Normalerweise kenne ich das immer so, dass Sejuani eher Tanky gespielt. Und warum rennst du schon wieder solo da rein? Yay, toll, jetzt opfert ihr mich hier. Lauf! Ja, jetzt lauf, super! Also hab ich... Was kriegst du hin? Yo! Das ist der größte. Alter, das glaub ich ja wohl. Ich werf extra Feuer hin, will ihn stunnen und es wirkt nicht, ey. Alter, was ein Beschiss. Aber die haben ihren Job richtig gemacht, muss man wirklich sagen. Na, Olaf kauft typische Olaf-Items. Oh, Fähigkeitsstärke, bla bla. Ja, und Orianna nervt einfach nur. Aber das ist in jedem Match so. Zucker, ich brauch Zucker, kommt raus. Jetzt reicht's mir.
Kennst du noch das Butterfly-Messer aus, aus Italien? Ja. Jetzt kommt es zum Einsatz. Weil du Wut hast, oder was? Ja, dieses scheiß Loch wird jetzt vergrößert. In der Zuckerpackung. Das hat zum Kotzen so, also. Ah! Alter, was Zucker. Hat Timo bitte schön für ein Bewegungstempo? Das geht ja gar nicht klar. Ich lauf schon weg, bevor er sich überhaupt auf mich zubewegt. Hab Sicherheitsabstand und dann kommt er einfach an und trifft mich. Ist er da in der Mitte durchgerannt? Nein, Mann, ich stand hier näher am Tower. Was geht mit dem, ey? Alter Schwede. Und ich denk noch so vorhin. Willst du Timo spielen? Gut, dass ich nicht gespielt habe, sonst wäre ich der schlechtere Timo gewesen. Ah, Olaf ist unten. Oh oh, Timo nimmt dich auseinander. Guck dir mal an, wie der dich grillt, ey. Da ist dein Leben ein Witz, was du hast. Alter Schwede und Orianna, was hat die für eine Range? Ey, das geht ja mal gar nicht klar. Ach, die halbe Stunde, in der ich jetzt tot bin, benutze jetzt einfach mal, um Items anzugucken. Ja, klingt vielleicht ganz weise. Oh mein Gott, was ist das denn? Das Witzige ist ja, ich weiß ja, was ich grob bauen will oder bauen muss, in Anführungsstrichen, ja. Aber ich krieg sowas von nicht gescheit auf die Stange. Und Lord Van Damme's Pillager ist voll cool irgendwie. Blackfire Torch. Blackfire Torch scheint das zu sein, was ich brauche. Dumm, die dumm, die dumm. Ah, aber ich verstehe nicht, warum Sejuani AP spielt. Das ist so voll sinnfrei. Wow, Orianna, komm mal wieder. Meine Güte, haben die ihre Range erhöht? Ich hab's schon weicher in keine Orianna mal wirklich unter die Lupe genommen, weißt du, aber das ist ja bösartig. Übrigens, die Minion steht direkt vor der Nase, was nicht kaputt macht. Dumm, 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 dumm. Machst du da? Immer noch Texte lesen? Nö, nö. Bewegt mich das schon wieder. Ja, ja. Wer weiß. Ja, ich guck hier gerade nur, dass ich farme wie bekloppt, weißt du? Nein. Wobei ich sagen muss, farmtechnisch kann ich auf jeden Fall mit den Gegnern mithalten, das ist akzeptabel, aber das Killverhältnis, überleg mal, die haben 23 Kills, wir gerade mal 12. Und Alter, davon hab ich einen gemacht. Wie viel? Ein. Einen? Ja. Ich habe auch noch zwei gemacht. Ja, Sejuani killt? Ja, das Problem ist, Sejuani, meiner Meinung nach spielt er falsch, weil ich bin ja schon Magier. Spielt aber komplett auf AP hier. Also das ist schon mal das erste, was ich sinnfrei finde. Weil genau aus dem Grund habe ich ja Brand genommen. Oder generell Mage, weißt du? Du halt Adela, sie halt generell so Tank oder Supporter, je nachdem, wie ihr halt spielst. Ob ihr mit Auren spielst oder die Tatsache, dass halt auf Death total spielst.
Und unten kommen sie voll reingegangen und keiner steht am Tower. Herzlichen Glückwunsch. Die der einfach scheiße fokust, weißt du? Bei Johnny rennt, hinter ihm ist einer und... Yay, terminiert! Boah, ey, guck dir Timo an! Ey, wie schnell ist der? Was hat der für ein Movement Speed? 389. Ey, ich hab fast so viel wie er. Na gut, fast. Er hat seinen Tempo-Buff noch, aber trotzdem, wie kann er mich so schnell einholen, wenn ich ewig weit bin? He play to ban. Mein Team, he... Oh Gott, er kann kein Englisch. Aha. Ach, ich schreib da gar nichts drauf. Geilste Antwort von Timo, ey. So, ich glaube, mein Englisch ist gerade auch am Arsch, aber... Ja, so allmählich kommt meine Power, glaube ich. Oh, 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 oh! Der Pilz killt mich! Ey, das glaube ich ja wohl. Oh, toll! Oder hast du so mächtig? Hast du ihn gesehen, der abging, ey? Naja.